Es stimmt. Wundersame Dinge sind in der Geschichte geschehen. Wie der Schöpfer Sophie de Narrateur seine eigene Tochter zu einer Hexe gemacht hat. Etwas derartiges zu schreiben. Irgendetwas stimmt da nicht. Soll ich dem nachgehen? Ja, nein. Fehlt echt jetzt so, so ein Aus... genau, soll ich dem nachgehen? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich hab Hunger. Dann hätte ich da auch was für dich. Und zwar eine... Scheidenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. Suppe. Guten Morgen, Luke und Sophie. Worauf hättest du denn Hunger? Oh, mir fällt da was ein, aber... Obwohl, Moment, klar. Das ist jetzt nur was für Erwachsene. Ich hoffe, man erkennt die Farbe. Das soll eigentlich weiß sein. Ja, tatsächlich. Ich mach das mal wieder rot. Komm schon. Geht doch. So. Ja. Nee, habt ihr zwei gut geschlafen? Ja, danke. Ich habe bestens geschlafen. Wenn man bedenkt, dass gestern wieder jemand verbrannt wurde. Und dass wir nun auf der Flucht sind. Das war doch schon vor 3 Monaten, haben wir doch vorhin schon festgestellt. Ach so, ja klar. Nee, 2,5. Nicht mal. Der 25. Ja. Januar ist nicht 3 Monate her. Dann müsste jetzt schon der 25.04. sein und ich müsste meinem Bruder zum Geburtstag gratulieren. Morgen muss ich meiner Mami zum Geburtstag gratulieren. Mach ich auch. Wem? Meiner Mami. Morgen hat meine Mami Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich hoffe, Moment mal. Ach, dann müssen wir es erst morgen hochladen, weil vorzeitig Glückwünsche, das ist nicht gut. Dann richte die halt aus. Ja, mache ich. Aber du musst es heute noch hochladen, heute ist 1. April. Ja, eben. Und ganz am Ende der Folge werden wir sagen, April ist es 18. Mai. Letzten Jahres. Ja. Wie soll ich das denn? Nächsten Jahr. Ah, natürlich. Wie soll das denn gehen? Achso, ja klar, wir haben eine Zeitmaschine. Die ist da in meinem Bett. Willst du sie mal sehen? Oh ja. Ja, bestens geschlafen. Ach, das hatten wir ja schon. Ich auch. Ich bin ausgeruht und bereit für den Tag, Herr Wright. Es sieht so aus, als hätte jemand letzte Nacht ausreichend Schlaf bekommen. Nur ich. Und ich weiß nicht. Das ist richtig. Schlafmangel ist schlecht für die Konzentration. Was? 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 Und gut für die Haare. Ach, Schlafmangel ist sozusagen sowas wie... Doping für die Haare. Genau. Ja. Ah, und zwar empfohlen von... Laborchef Dr. Klenk. In der Tat. In der Tat. Schlafmangel durch Magnesiummangel. Genau. Ah, Schlafmangel. Wie war das hier? Und da hilft das Koffeinshampoo von einer Firma, die Laborchef Dr. Klenk anstellt. Ja, ja, genau. Oh Mann. Wie war denn das jetzt nochmal? Ach so, genau. Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Schlafmangel. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ach Mann. Okay, ich glaube, dafür, dass ich so viel unbezahlte Werbung mache, einfach nur aus Jux. Du sagst ja nur die Werbesprüche nach, aber nicht, was es ist. Stimmt. Und ich sag nicht, dass diese Produkte jemals gekauft werden sollten. Ich finde zwar auch, also ich finde Köstritzer Schwarzbier wegen Mario Hassard lustig, aber selber gekauft habe ich es noch nie in meinem Leben. Ich habe es auch noch nie getrunken, ja, ja. Ich weiß, wie Schwarzbier schmeckt und ich bevorzuge es gegenüber normalem Bier, wenn ich schon wählen muss und weiß ich nicht, ansonsten gefesselt und geknebelt und gefoltert werde oder sowas.
Also ich bin auch nicht der Biertrinker, soll das heißen. Ja, nee, Bier mag ich nicht. Ich mag lieber die harten Sachen. Bei Getränken mag ich allerdings lieber Saft oder so. Ja. Der kam jetzt nicht an bei dir, aber egal. Du magst lieber die harten Sachen. Da hat's bei mir aufgehört. Da hab ich schon wieder an das Bett gedacht. Kriegt man da so schlecht drauf? Kriegt man da Kreuzschmerzen? Ist es so hart oder wie? Nee, da kriegt man Wadenkrämpfe und Verspannungen. Durch Schlafmangel. Das passt auch noch. Oh, schön. Schön, schön, schön. Okay, weiter. Schlecht für die Konzentration. Ja, das auch. Ja. Wir können uns auch überhaupt nicht konzentrieren. Wir kommen überhaupt nicht vor, das ist nur dein Bett. Ja. Gut, gut. Lasst uns darüber sprechen, wo wir unsere Nachforschungen beginnen sollen. Im Bett! I can feel it coming, baby. Ja, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir das Stadtzentrum dabei vorerst meiden. Ja, das ist richtig. In der Tat. Ja, das ist richtig. Günther. Günther, ja. Ach so, nee, ja, das ist richtig. Inquisitor Flamberg hat gesagt, dass wir uns nicht verstecken können. Ich meine, nee, Moment, wer war denn nochmal? Was war denn nochmal in Anführungszeichen? Nicht verstecken. Ich hab keine Ahnung. Nicht verstecken. Nicht verstecken. Manipuliert. In Ordnung, dann bleiben wir vorher. Was muss ich da machen bei den Wächtern? Pürieren? Pürieren, ja. Stimmt, das war das Ding. Oh, ich wollte das letztens in einem Livestream erzählen und bin nicht drauf gekommen, was das war. Wir hatten uns ja über die Wächter in Breath of the Wild unterhalten und dann... ich habe ja versucht, die ganze Zeit nicht direkt zu sagen, was man da machen kann. Man kann dann nämlich die ganz leicht besiegen, indem man den Schild benutzt. Und dann am Ende habe ich es dann doch gesagt, parieren! Und er dann halt so Clarence-mäßig pürieren. Ja, das könnte man mit denen sicher auch machen. Die sind ja aus Metall, hilft auf jeden Fall gegen Magnesiummangel und Verspannungen. Ja, zu Risiken hier. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dafür reicht meine Menschenkenntnis nicht. Sag mal, hörst du jetzt doch was mit? Nein, aber mir war klar, was du gerade abgespielt hast. Moment mal, ich probiere mal was aus. Und zwar, wenn ich jetzt einen hier hinlege, von meinen Ohrhörern. Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann. Besser? Hä? Was? Nee. Okay, ich probiere, ich mach's nochmal lauter. Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! Oder mal hier hinlegen. Mal gucken, ob das hilft. Bist du sicher, dass das. Und das ist kein Aprilscherz, dass du es nicht hörst? Nee, ich hör's wirklich nicht. Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! Jetzt? Nee, ich höre überhaupt nichts. Ach, also wirklich nicht. Schade. Na dann. Moment mal, ich kann das doch hier rüberhängen. Jetzt höre ich die Musik. Ah, echt? Jetzt ist wieder weg. Oh. Wie? Also, du hörst es nicht mehr? Nee. Moment. Wenn ich das ein bisschen anhebe. Ah, Moment mal, dann ist doch. Dann hörst du das und dann hören das aber alle anderen auch. Das ist scheiße. Was hören alle anderen? Naja, also ich wollte eigentlich gerade einen meiner Kopfhörer ans Mikro ranmachen, damit du eventuell mal auch einen Sound mitbekommst, den ich abspiele. Mhm. Aber dann ist mir eingefallen, das hilft auch nicht so gut. Verstehe ich nicht. Ja, auf jeden Fall in Ordnung. Dann bleiben wir vorerst in diesem Gebiet und sammeln so viele Informationen, wie wir können. Okay. Die große Hexe Flamara muss ein recht wichtiger Teil von Labyrinthias Geschichte sein. Sie haben recht. Ich meine, man nennt sie die große Hexe. Sicher kann uns niemand mehr darüber erzählen. Wie nennt man sie, die? Was? Die große Hexe. Nee, Moment. Große Hexe Rosana? Nee, das ist nicht legendär. Gibt's ein legendäres Pokémon, das auf Ana endet? Aquana, Flamara, Blitzer sind nicht legendär. Mewtwoana?
Butana? Celebiana? Lugiana? Hohohana! Ohana! Valensan und Moon auch. Ohana. Ohana heißt Familie. Ohana heißt Familie. Mir fällt keins mit Anna ein. Nee, mir auch nicht. Und dabei gibt's doch auch gar nicht so viele. Also man müsste die Liste schnell durchhaben. Ich schau mal währenddessen parallel, warte. Entayana, Suikunana, Raikuana. Okay. So, Moment. Ja gut, ich guck mal weiter, ob... Also, jemand mehr darüber erzählen? Ja, es muss Hinweise geben, die diese Sache ins rechte Licht rücken können. Nicht ins linke. Ja, also ich glaube, es gibt eine Sache, die Sache ins rechte Licht rücken kann. Und das nennt sich AfD. Was denkst du denn so? Darüber. Wir haben Giratina, aber nicht Tana. Ah, reicht schon, die große Hexe Giratina. Tina, was kosten die Kondome? Giratina, was kosten die? Oh Mann. So, was denkst du nun? Warte, ich schau noch schnell zu Ende, wenn ich schon dabei bin. Wir haben noch Capufala, aber das ist auch nicht Ana. Capufana. Ja. Capoeira. Ja. Nee, nix. Leider. So, ja. Jetzt. Ja. Ich denke ja, Sie haben recht. Detektiv Crash hat einige Dinge über Labyrinthia in seinem Brief an den Professor erwähnt. Er schrieb, diese Stadt sei in Geheimnisse gehüllt. Und wo es Geheimnisse gibt, gibt es auch Hinweismünzen. Wir sollten dieses Gebiet zuerst untersuchen. Nach Hinweismünzen. Hier sind keine Ritter auf Patrouille. Ich schätze, sie meiden dieses Stadtviertel. Hm? Ich bin sicher, wir können Informationen von den Stadtbewohnern bekommen. Jetzt, wo Sie sagen, nein. Na, gar nicht. Sind wir nicht in der Nähe des Ortes, an dem Sophie von diesen zwei Kerlen überfallen und missbraucht wurde? Ja, wurde ich. Ja, sind wir. Es war etwa auf der Hälfte des Weges zum Marktplatz. Und es war grauenhaft. So wie die Blinis sind. Vitali oder Vladi? Ja, aber die Übeltäter wurden geschnappt. Sie kamen dann in grauenhaft. Joey ist da. Oh. Mein Kater ist nicht mehr da. Der ist schon abgeklungen. Warte mal ganz kurz. Ja, fuck. Warte? Wo Nein. denn? Ach. Moment. Ich stell's gleich wieder hin. Fuck. Hier geht gerade alles den Bach runter. Was? Du hast da einen Bach bei dir? Ist kein Orba, da trinkt Birba. Ja, was ist denn jetzt? Wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Und diesmal liegt es nicht an mir. Ha. Hallo? Was macht der nochmal? Ach, ich mach mal schnell selber weiter. Es muss ja weitergehen hier. Wenn das der Fall ist, denke ich... Wir könnten eine Person finden, die in die Sache verwickelt ist. Und das bedeutet mehr Informationen über Hexen. Hä? Hallo. Jo. Jetzt, ja, das habe ich schon mal gelesen. Ist nicht viel Wichtiges gekommen. Ich habe mich nur kurz um Joey gekümmert. Ja. Oh, was hast du denn mit ihm gemacht? War nur ein Quickie. Ich bin ja schnell wieder hier gewesen. Ich habe zu ihm gesagt, es warten alle darauf, dass ich wiederkomme. Deswegen. Du verstehst. Ja, ich verstehe. Auch Joey hat drauf gewartet.
Das bedeutet mehr Informationen über Hexen. Genau. Es war ein Ego-Shooter in den 90ern. Ja, ja, Hexen 2 soll gut gewesen sein. Gibt heutzutage fast so viele Ports davon wie von Doom. Nein, von Doom ja. Gibt's mehr. Gab, glaube ich, sogar einen N64-Port damals. Oh, du hast recht, Luke. Den gab es. Wir haben 2 Wochen Zeit, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Oh nein, das stimmt ja. Er wieder wackelt. Oh, ich will so einen Wackelkopf, Luke. Ja, für ins Auto. Ja, stell dir mal vor, man fährt so im Auto und hat... Ich will das. Kannst du doch bestimmt drucken. Kann ich machen. Aber das wird schwierig, das zu bemalen. Aber so an sich erstmal... Also klar, man macht den Kopf und man macht den Rest des Körpers und naja, aber... Ich weiß nicht, du müsstest mal so ein Wackelding kaufen und auseinanderlegen, wie das vom Innenleben her. Na, an sich ist da eine Feder, ein Unterteil und ein Oberteil. Mhm. Aber das ist cool, dieses Wackeln. Hatte der das vorher schon mal oder ist das neu? Keine Ahnung. Kann sein.